Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Julia Klössmann, ich bin aus dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege und habe beim AstraZende eingereicht mein Lehrprojekt mit dem 5. Semester. Und zwar heißt es Crisis Experimental Learning International Module. Und das ist ein internationales Online-Modul, das ich seit mittlerweile 4 Jahren jedes Jahr im 5. Semester im Rahmen meines Unterrichts Gesundheits- und Krankenpflege in dem Setting gemeindenahe Pflege und familienzentrierte Pflege mache. Und wie der Titel schon sagt, es ist nicht nur der Titel auf Englisch, sondern die Lehrveranstaltung ist gemeinsam mit anderen Universitäten im Ausland. Das heißt, wir haben eine Partneruniversität in Amerika, in Südafrika, in den Niederlanden, in Belgien, in zukünftig hoffentlich Japan, und alle diese Partneruniversitäten schicken 2-mal im Jahr Studierende. Die werden dann zusammengemixt in Kleingruppen, also 2 Studierende aus Österreich und jeweils 2 Studierende von anderen Universitäten, und dürfen dann eigentlich ein gesamtes Semester lang sich immer wieder treffen zu gemeinsamen Online-Terminen, aber auch zu Selbststudienphasen. Und ich habe das da unten, wer noch am Plakat vielleicht genauer lesen möchte, ein bisschen vorgestellt oder halt probiert, so mit einer Timeline vorzuzeigen. Es ist so, dass die Studierenden natürlich den Auftrag haben, dass sie sich einmal kennenlernen privat und einmal austauschen, was studiere ich oder wie studiere ich eigentlich Pflege in den unterschiedlichen Ländern. Es ist nicht rein nur Pflegestudierende, also der Großteil. In manchen Ländern ist das aber übergreifend. Also in manchen Ländern studiert man halt gleichzeitig auch Hebamme, also wird man gleichzeitig Midwife. Und auch Sozialarbeit ist so ein bisschen angedockt in anderen Ländern. Das heißt, auch hier sind manchmal Studierende vereinzelt dabei. Und wie gesagt, die lernen sich einmal bei einem ersten Online-Treffen kennen. Da hat jeder von den Studierenden schon einen Fall aus ihrer Praxis oder aus ihrem privaten Umfeld mitgebracht zum Thema Familienkrisen. Das kann mehr oder weniger alles sein, also Scheidungen, genauso wie eben schwere Erkrankungen, Unfälle, der Tod oder der Verlust von Angehörigen, oder auch psychiatrische Krisen werden sehr oft gewählt. Gerade im Corona-Kontext war das sehr häufig jetzt ein Thema. Und ja, sie treffen sich und lernen sich einmal kennen. Das erste Treffen ist einmal rein so, okay, wer bin ich, wo komme ich her? Die meisten produzieren auch hübsche PowerPoint-Folien mit Fotos von sich. Und ja, stellen sich vor, sie unterschreiben gemeinsam alle eine Arbeitsvereinbarung, also so ein Commitment, ja, dass sie auch wirklich dieses Semester lang miteinander arbeiten werden. Dann beim zweiten Online-Treffen stellen sie sich gegenseitig ihre Fälle vor, und das Outcome davon ist, dass sie einen Fall gemeinsam auswählen, beziehungsweise eine Krisensituation. Ja. Und dann gehen sie in die Selbststudienzeit und da recherchieren sie mal im eigenen Gesundheitswesen. Wie würde in Österreich zum Beispiel Familien geholfen mit Suchterkrankungen, mit Unfällen? Was gibt es für Rehabilitationsmaßnahmen und Angebote? Und jeweils, in welchem Land sie halt sind, recherchiert jeder für sich. Das Ganze stellen sie sich dann vor im dritten Online-Treffen, also dann ein paar Wochen später treffen sie sich wieder, schmeißen ihre Ergebnisse zusammen, präsentieren, was sie herausgefunden haben, um dann, und das ist das vierte Online-Treffen, eine gemeinsame PowerPoint auch zu präsentieren. Das heißt, sie bearbeiten hier auch wirklich eine Vorstellung, eine Abschlusspräsentation in der Gruppe und zeichnen das auch als viertes Online-Treffen auf und präsentieren sozusagen entweder ihren Mitstudierenden oder eben uns als Dozenten, als Begleiter ihre Ergebnisse. Und dann gibt es noch die letzte Phase oder so den letzten Schritt. Da gehen die Studierenden in eine Reflexion. Einerseits persönliche Reflexion, wie ist es mir gegangen, was habe ich mitgenommen, wie hat dieses Modul, was hat es für mich gemacht. Und natürlich auch über den Gruppenprozess, also wie ist es mir international gegangen, wie haben wir miteinander gearbeitet. Und da lernen sie ganz, ganz viel. Also die Learning Outcomes der letzten Jahre haben gezeigt, die Studierenden erweitern natürlich ihre Sprachkompetenz, lernen internationale Settings in der Pflege auch kennen, aber auch unterschiedliche Gesundheitssysteme und Versorgungsstrukturen. Aber auch sehr viel Krisenmanagement ist dabei, weil gerade Südafrika hat halt nicht die stabilste Internetverbindung. Die sitzen teilweise wirklich in Straßencafés, damit sie hier teilnehmen können. Die Uhrzeiten sind hin und wieder, also das Afrikanische treffen wir uns einmal um die Uhrzeit, wo unsere Studierenden nervös eine Dreiviertelstunde vom Laptop sitzen, weil keiner kommt. Und auch WhatsApp funktioniert nicht immer einwandfrei. Also alles das sind einfach
Learning Outcomes aus dem. Ja. Hingegen andere Kulturen, also gerade die Studierenden mit Japan, die sind sehr genau. Also wenn man eine Minute zu spät ist, hat man schon 5 Nachrichten, wo man denn steckt. Also auch das lernen die Studierenden, ja, wie halt so diese Absprachen auch funktionieren können. Genau, und wie gesagt, alles funktioniert rein online, logischerweise schon aufgrund der Entfernungen und der unterschiedlichen Standorte. Das heißt, die Studierenden müssen sich online koordinieren, müssen sich auch selber ihre Zeit einteilen, ihre Termine einteilen, das heißt, sie haben ein Startdatum und ein Enddatum und dazwischen sind sie komplett frei. Wann treffen wir uns, wie machen wir es? Welche Uhrzeit, Wochenende, abends, spät nachts, 3 Uhr in der Früh in einem anderen Land, bei uns halt untertags. Also da sind sie komplett flexibel. Und wie gesagt, diese Ziele, die kann man gern auch noch nachlesen, aber man muss sagen, sind bis jetzt immer gut geglückt und ja, die Studierenden nehmen ganz viel Kompetenz mit, aber eben auch viel Spaß und zum Teil lebenslange Verbindungen. Also manche sind, also lebenslang ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich weiß von ein paar Gruppen, die sind noch eben über die letzten 4 Jahre auch im regelmäßigen Austausch über WhatsApp und haben sich auch schon in Persona getroffen. Also die Amerikaner waren einmal da auf Besuch im Sommer und unsere Studierenden auch schon in Amerika und haben besucht. Also auch das wird geöffnet, diese Grenzen werden dann überschritten. Genau, das ist meine Einrechnung, mein Projekt aus dem Unterricht. Danke.